retoucht die Ausstellung. Es schreibt sich auch ein eigentlich in so eine Geschichte der Aneignung von Bildern. Das ist eigentlich das neueste Kapitel, obwohl das Ausgangsmaterial alte Fotos sind aus amerikanischen Pressearchiven. Und die drei Künstler, Ecker, Riemer, Ruff, arbeiten ganz unterschiedlich, schreiben aber auch eine kleine Geschichte des Mediums und auch eine Mentalitätsgeschichte des 20. Jahrhunderts aus amerikanischer Perspektive. Bogum Ecker legt sie einfach nebeneinander, schneidet so eine Art Film, eine Erzählung. Sebastian Riemer schaut im Grunde auf diese Bildqualitäten, auf die ehemaligen Retuschen und entdeckt im Grunde eigentlich eine fast surreale Malerei im Umgang mit diesen Bildern. Und Thomas Ruff zeigt sie als mediale Objekte, also als zirkulierende Bilder des Fotojournalismus, wo hinten die Caption und die Stempel und so weiter, und überblendet sie und macht sie zu dem, was sie sind, einfach Fotos, Objekte, die damals einen Informationswert hatten.